Yo, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe richtig Bock, gerade ein Video zu drehen. Ich sehe zwar, dass dieses Kleid mich obenrum hier irgendwie ein bisschen breiter wirken lässt, als ich bin, aber das ignorieren wir einfach mal. Meine Haare sind auch nicht mehr so rot, wie sie eigentlich sein sollten. Ganz egal. Heute habe ich Bock auf Oldschool YouTube. Ich werde nämlich ein Favoritenvideo machen, ein Beauty-Favoritenvideo. Wie lange gab es das nicht mehr? Also ich meine, auf meinem Kanal ist es 100 Jahre her, aber jetzt generell auf YouTube, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Und ihr fragt mich halt, ich weiß nicht warum, aber ihr fragt mich momentan so oft, wie ist deine Hautpflegeroutine, wie ist deine Haarroutine, was benutzt du momentan am liebsten für Produkte? Und bevor ich jetzt zig einzelne Videos zu verschiedenen Sachen mache, dachte ich mir, ich mache einfach ein Favoritenvideo, weil, wie gesagt, das letzte Mal ist Abermillionen Jahre her und ich glaube, alle Produkte, die ich jetzt habe, da werdet ihr denken, ah ja, die habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Interessant, hoffe ich zumindest. Und ich freue mich richtig auf dieses Video. Ich habe hier alles in meinen kaputten Wäschekorb gepackt, um das alles zu transportieren, weil im Gästezimmer bzw. in meinem Schmink-Videozimmer steht immer noch unser altes Sofa. Deswegen drehe ich jetzt hier im Wohnzimmer. Ich habe hier den Sessel hinter mich gestellt. Hier ist unsere große Palme. Hier ist so ein Gras. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich habe mich ja offensichtlich gerade auch geschminkt und habe mir dann dabei mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich wirklich momentan alles gerne benutze. Weil, wie gesagt, ich kriege ganz oft ganz viele Fragen. Ich habe auch gerade übrigens mal diesen TikTok-Trend ausprobiert, wo man als erstes eine Feuchtigkeitscreme benutzt, dann Puder, dann Setting Spray, dann alles trocknen lassen und dann Primer, Foundation und alles andere. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied sieht. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Sieht man einen? Ich glaube nicht, aber es könnte sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Haaren an. Ich kriege so oft die Frage, was ich gerne für meine Haare benutze. Und ich habe da eigentlich kaum was. Also so zum Beispiel bei Shampoo und Spülung und Conditioner habe ich nicht wirklich Favoriten. Vielleicht finde ich irgendwann nochmal welche. Ich werde jetzt auch bald für ein Testvideo die Sachen von Pomelo oder wie es heißt ausprobieren. Also hier Influencer-Produkte im Test. Die sind aber noch nicht da. Ich kann noch nichts dazu sagen und zahle ich natürlich alles selbst. Aber ein bisschen was kann ich euch für meine Haare zeigen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich euch das jemals gezeigt habe, aber das ist mein Glätteisen. Offensichtlich zum Haareglätten benutze, aber auch für diese Locken. Die habe ich nämlich gerade eben auch damit gemacht und ich mache seit, was weiß ich, 5, 6, 7 Jahren eigentlich keine Locken mehr mit einem Lockenstab, sondern nur mit diesem Glätteisen, beziehungsweise seit ich das Glätteisen habe. Ich habe das mal in einem Set gekauft mit einem Föhn zusammen, der ist auch richtig super. Also eigentlich wüsste ich nicht, wo man Unterschiede zwischen Föhnen merken kann, aber man merkt einen. Das ist beides von GHD und das ist, glaube ich, so eine Copper-Reihe. Der Föhn ist halt auch ähnlich, der hat auch so ein bisschen Kupferfarben und ich liebe es. Es ist auf jeden Fall eine Investition, aber ich habe das jetzt schon 3, 4, 5 Jahre oder so, keine Ahnung. Und da ist nichts mit, gar nichts. Also ich kann es wirklich empfehlen. Zwei Sachen habe ich noch für die Haare. Einmal diese Bürste. Ich bin ja eigentlich der absolute Tangle-Teaser-Fan. Und diese Bürste hatte ich mal irgendwo drin, weiß ich nicht mehr, und hatte die erst in der Verlosungsbox. Und dann dachte ich, ich probiere die einfach mal aus. Das ist Barmy Brush. Keine Ahnung, woher die ist. Auf jeden Fall habe ich die mal ausprobiert und ich finde die, ich will die nicht von vorne zeigen, weil ich habe nicht alle Haare rausbekommen. Ich finde die richtig super. Aber ich kann euch gar nicht sagen, warum. Ich mag die einfach total gerne. Die hat halt hier diese normalen Borsten und dann da drin noch so stachelige. Wow, dieses Video wird klasse. Ihr merkt das schon. Auf jeden Fall finde ich die super. Die war in so einer pinken Tüte. Gibt es bestimmt in der Drogerie, keine Ahnung. Aber die ist klasse. Ich kriege auch oft die Frage, wie oft ich meine Haare wasche. Tatsächlich bin ich momentan bei einmal die Woche, wo ich richtig froh drüber bin. Und so an den letzten paar Tagen benutze ich dann Trockenshampoo. Und ich habe eigentlich drei Favoriten. Ich bin immer noch ein absoluter Fan von den Batiste Trockenshampoos. Schon seit Jahren. Aber ich habe auch mal ein bisschen rumprobiert. Und ich kann sagen, dass von Xylter, dieses Rosane mit Rosenduft, finde ich auch super. Ist allerdings leer, kann ich euch nicht zeigen. Aber das hier ist auch ein riesengroßer Favorit von mir. Da ist eben noch was drin, deswegen kann ich euch das zeigen. Das ist von Got2Be, das Be Fresh, extra trocken, extra frisches Trockenshampoo. Und ich glaube, das ist in Zusammenarbeit mit Dagi. Wahrscheinlich.
Es ist B-Fresh. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Aber wie gesagt, auch das von Xleta und auch das von Batiste. Also die kann ich alle drei empfehlen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mit dem Gesicht weiter. Und da möchte ich euch als erstes drei Produkte vorstellen, die ich jetzt seit einigen Wochen getestet habe für meine Haut, für mein Gesicht. Und Leute, ich sag's euch, ich bin so unfassbar begeistert. Also ich habe das selten, dass wenn ich Pflegeprodukte benutze, dass ich überhaupt einen Effekt habe. Und bei diesen drei Produkten habe ich so einen krassen Effekt. Das Video ist auch übrigens in Kooperation mit Beauty Mates, die ich euch jetzt vorstelle. Ich habe mir auch mal die Packungen aufgehoben. Das sind die drei Produkte, die ich aktuell benutze. Ich muss jetzt mal nachgucken, seit wann ich die benutze. Okay, ich benutze die circa seit dem 1.6. Heute ist der 24.6., also drei Tage bevor das Video online geht. Beauty Mates ist ein deutsches Kosmetik-Startup aus Bayern, also richtig cool. Ich möchte sehr gerne natürlich auch Startups und kleinere Brands und so unterstützen. Das wisst ihr ja wahrscheinlich von mir. Deswegen fand ich das richtig cool, dass ich die Produkte mal ausprobieren durfte. Und was ich halt auch super finde, ist, dass in den Produkten wirklich nur das drin ist, was die Haut wirklich braucht. Also keine Zusatzstoffe. Es ist alles vegan, alles tierversuchsfrei, alles hochkonzentriert, wirklich optimal abgestimmt auf die Haut. Und die ganzen Produkte könnt ihr im Online-Shop bei Beauty Mates bestellen. Und ich zeige euch jetzt mal, welche drei Produkte ich habe. Ich habe einmal die Hyaluron Boost Creme für 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Und dann kommen wir zu meinen zwei absoluten Lieblingsprodukten, was ich im Leben nicht gedacht hätte. Und zwar einmal der Selbstbräunungsbooster und der Pigment Correction Booster. Und auf dieses Produkt war ich am allermeisten gespannt. Und dieses Produkt hat mich am allermeisten überzeugt und überrascht. Wirklich. Oh. So, das ist die Hyaluron Boost Cream. Die kommt auch mit so einem kleinen Spatel, was ich super finde, weil dadurch ist es wesentlich hygienischer, als wenn man jedes Mal mit dem Finger da reingeht. Wisst ihr bestimmt, ne? Hier Bakterien und so. Und die ist super angenehm. Die zieht sofort ein. Die macht kein irgendwie schmieriges Hautbild oder so. Die ist wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Und diese Creme füllt die Fältchen auf und polstert die Haut so ein bisschen von innen auf. Und auch wenn hier normale Haut draufsteht, kann man sie auf jeden Fall auch für jeden Hauttypen verwenden. Übrigens, bevor ich es vergesse, ich habe auch einen Rabattcode von Beauty Mates für euch. Und zwar lautet der Rabattcode Nessa. Ich blende ihn euch hier ein und auch natürlich in die Infobox. Da könnt ihr direkt auf den Link klicken und euch mal ein bisschen umschauen bei Beauty Mates. Und der Rabattcode ist für 20%, ist einmal anwendbar pro Kunde und ja. So, und jetzt kommen wir zu den zwei ultra krassen Produkten. Ich habe hier einmal den Selbstbräunungsbooster. So sieht das Fläschchen aus. Das ist so cool. So sieht das nämlich aus. Und wenn ihr das aufschraubt, kommt hier das Ding raus. Da könnt ihr draufdrücken. Da ist nämlich eine Pipette drin. Habt das ein bisschen fester zugedreht. Und dann sieht das Ganze so aus. So. Als ich das allererste Mal dieses Produkt benutzt habe, habe ich mir natürlich die Anleitung durchgelesen und da stand 1 bis 3 Tropfen mit der Feuchtigkeitscreme vermischen. Und ich habe mir natürlich 3 Tropfen gegönnt. Mittlerweile weiß ich, dass ein kleiner Tropfen vollkommen ausreicht. Und natürlich habe ich euch auch vorher nachher Fotos gemacht. Das, wie gesagt, mischt ihr nämlich mit eurer Tagescreme und im Verlauf des Tages entwickelt sich dann eine Bräune in eurem Gesicht. Und zwar eine richtig natürliche Bräune. Die ist nicht sofort da wie bei so richtig krassen Selbstbräunungssachen, sondern die entwickelt sich so über 1, 2, 3 Stunden. Ist richtig natürlich und sau angenehm. Also ich habe noch nie Selbstbräuner benutzt. Und ich weiß, dass es so Selbstbräunungsbooster-Tropfen von einer relativ teuren Firma gibt. Ich weiß gerade nicht welche. Aber die sind auf jeden Fall erschwinglich und ultimativ ergiebig. Also wirklich, ihr braucht einen Tropfen davon und ich benutze das täglich, weil ich es so geil finde. Dann creme ich mich damit einfach ein und im Laufe des Tages kriege ich so eine schöne Bräune. Und wenn ihr nicht jeden Tag euer Gesicht peelt oder extrem krass wascht, dann hält das natürlich auch mehrere Tage. Kommt natürlich immer drauf an, wie ihr damit umgeht. Ich bin so überrascht, ich hätte das niemals gedacht. Und vor allem, dass man auch keine Ränder sieht oder irgendwelche Flecken oder an den Händen. Nichts. Ihr habt wirklich nur eine natürliche Bräune im Gesicht. Und ich bin so überrascht. Ich finde das so geil. Wirklich, ich hätte das niemals gedacht. Natürlich könnt ihr aber auch diese Tropfen in eure Lotion geben für den Körper und das für den ganzen Körper benutzen. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber eigentlich voll die geile Idee. Könnte ich auch mal machen. Und diese beiden Produkte gibt es übrigens auch im Set auf Beauty Mates zu bestellen. Wie gesagt, alles in der Infobox und Rabattcode auch. Und jetzt kommen wir zu dem Produkt, wo ich niemals wirklich gedacht hätte, dass das was bringt. Und zwar, ich habe ja eigentlich eine relativ normale,
gute Haut. Ich habe jetzt nicht krass Pickel, nicht krass, weiß ich nicht, keine Pigmentstörung oder sonst irgendwas. Aber das, was ich habe und was mich auch schon seit Ewigkeiten, seit Jahren, wahrscheinlich seit ich ein Teenie bin, was mich stört, ist, dass ich so Rötungen habe. Und dann dachte ich, ich probiere dieses Produkt mal aus. Das ist der Pigment Correction Booster, der Pigmentflecken mindert. Und ich dachte so, ja, okay, ich habe keine Pigmentflecken. Und bisher, egal was ich benutzt habe, und ich habe sehr viele Produkte schon benutzt, da hat sich noch nie irgendwas getan. Das ist vom Konzept her genauso wie die Selbstbräunungsbooster. Also ihr könnt es drehen, dann kommt oben das Ding raus. Dann könnt ihr das aufdrehen und dann ist da eine Pipette drin. Und das gebe ich vor der Creme auf mein Gesicht. Ich mache immer ein kleines Tröpfchen hier, eins hier, also drei kleine und verreibe das dann. Und danach gebe ich die beiden hier in Kombination auf. Und dann habe ich das jetzt mal ein paar Wochen getestet und blende euch auch mal ein Vorher-Nachher-Foto ein. Und es hat so gut funktioniert. In meinem ganz normalen Alltag habe ich dann natürlich nicht mehr daran gedacht und dann wurde ich so oft drauf angesprochen, die ich eine Weile nicht gesehen habe, die dann meinten, ey, was hast du gemacht? Du siehst so frisch aus. Hast du irgendwas verändert? Und dann zum Beispiel so ein paar Mädels, die sich auch mit viel Hautpflege und so beschäftigen, die haben dann gefragt, ey, hast du eine andere Creme? Oder hast du irgendwas in deinem Gesicht gemacht? Du siehst so frisch aus. Dein Gesicht wirkt irgendwie viel besser als sonst. Und ich dachte mir so, okay, krass. Und dann habe ich halt mal für mich, weil mir selbst das gar nicht so aufgefallen ist, vorher-nachher Fotos gemacht und dachte mir, das ist echt heftig. Und dann war ich wirklich positiv überrascht und das liegt an diesem Produkt. Wirklich, ich habe, glaube ich, noch nie so Gesichtsprodukte gefunden, die einen so krassen Effekt hatten. Und ihr könnt natürlich auch anderes Zeug bei Beauty Mates bestellen, aber das sind jetzt die drei Produkte, die ich ausprobiert habe. Und wirklich, vor allem von den beiden bin ich so begeistert. Deswegen wollte ich euch die unbedingt vorstellen. Und jetzt habe ich so lange gequatscht. Deswegen muss ich mal ein bisschen reinhauen und ich mache jetzt einfach mal weiter. Aber womit? Ich habe auf jeden Fall hier noch ein Bilou-Produkt in der Kiste. Das gilt für alle Bilous. Ich liebe Bilou über alles. Benutze Bilou aber sehr selten, beziehungsweise ich benutze nur die Produkte, die ich doppelt habe, weil ich alle Bilou-Produkte besitze und nicht möchte, dass sie leer gehen. Die ich doppelt habe, benutze ich aber und liebe sie. Also wirklich alles. Die Bodysprays, die Duschschäume, die Cremeschäume, die Lippenöle, das Parfüm, alles. Das ist jetzt einfach nur stellvertretend für alle Bilou-Produkte. Also das kann ich euch wirklich von Herzen empfehlen. Liebe ich sehr. Dann habe ich hier noch zwei Parfums drin. Und zwar die beiden von Shirin David. Die finde ich super. Das ist einmal das Created by the Community. Ich weiß nicht, ob es das aktuell gibt. Und das ist das Neuere, was rauskam von ihr selbst. Das Shirin David normale Parfüm. Die mag ich beide sehr gerne. Ich fand am Anfang, dass das so ein bisschen nach Oma riecht. Aber irgendwie habe ich mich total in den Geruch verliebt. Und den hier liebe ich auch. Der riecht ganz anders. Ich bin absolut niemand, der Gerüche beschreiben kann. Deswegen lasse ich es. Aber ich liebe die. Ach hier, ich habe so einen Roller. Der war letztens, glaube ich, in irgendeiner Pinkbox drin. Und ich hatte mal einen Rosenquarzroller, den ich benutzen wollte. Da ist mir aber der Stiel abgebrochen, deswegen habe ich ihn nicht benutzt. Und habe mich dann mega gefreut, dass dieser Roller, ich glaube, das ist ein Jade-Roller, in der Pinkbox war. Und jedes Mal, wenn ich diese Creme benutze, gehe ich dann so über mein Gesicht und hier so über meine Augensäcke hier unten, weiß ich nicht. Und das ist so angenehm, das ist so kühl. Und ihr könnt das natürlich auch im Kühlschrank lagern, noch geiler. Das ist einfach voll angenehm. Keine Ahnung, was das bringt oder ob das was bringt, aber ich finde es einfach voll angenehm. Aber ich glaube, das hat auch oder soll irgendeine Wirkung haben. Aber weiß ich aber nicht. Foundation. Ich habe zwei Lieblingsfoundations. Und zwar einmal die Fenty Beauty Foundation. Die benutze ich schon seit Ewigkeit und das ist meine dritte Packung. Liebe ich, mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Das ist jetzt die Farbe 190. Ich hatte aber auch mal 170 und 220. Und alle haben irgendwie funktioniert. Teilweise habe ich 170 und 220 gemischt. Die kann ich jetzt so auftragen, die passt sehr gut. Und jetzt eine neue Foundation, die ich noch gar nicht so lange habe, aber sehr gut finde, ist die Estee Lauder Double Wear Stay in Place Make-up Foundation mit Lichtschutzfaktor 10 in der Farbe 2C3 Fresco. Die habe ich mir irgendwann mal bestellt, weil die damals auf YouTube, als es noch die ganzen Beauty-Gurus gab, so gehypt war, ich die aber damals nicht hatte. Deswegen, ja, habe ich mir die jetzt mal bestellt. Die war reduziert und ich finde die sehr gut. Also das sind auf jeden Fall meine zwei Lieblings-Foundations. Ich habe hier ein paar Paletten drin und ich mache mal mit denen weiter, weil sonst sehe ich nichts, wenn die Paletten da drauf liegen. Diese Palette sieht so schlimm aus. Ihr seht es gar nicht, ne? Hält sie das noch in die Kamera, damit man den ganzen Schmuck sieht. Das ist die Boutique Contour Palette. Und ich liebe die. Ich kann es euch auch zeigen, wie sehr ich die liebe. Deswegen benutze ich die aktuell sehr selten, weil die schon so krass Hit the Pan ist. Gibt es das noch? Hit the Pan. Früher gab es, glaube ich, so einen Tag. Hit the Pan Tag oder so. Da hat man alle Produkte gezeigt, die so hier
bis zum Fännchen aufgebraucht waren. Also wirklich alle Farben, außer das ganz dunkle, weil das kann ich nur im Hochsommer benutzen, sind gehit the pan. Das ist eigentlich schon fast leer. Da lasse ich komplett die Finger von, weil wenn ich das mal wirklich benutzen will, will ich, dass da noch ein bisschen Rest drin ist. Eigentlich muss ich mir die mal neu kaufen. Also ich liebe die. Wirklich alle Farben. Die hier, das Medium, benutze ich immer für die Kontur hier. Und das für alle anderen Konturen, also hier um die Schläfe, die Nase, hier das Kinn und so weiter und so fort. Das benutze ich zum Fixieren, zum Baken, das teilweise auch. Das habe ich vorher benutzt, bis es leer war, dann habe ich die beiden benutzt. Also wirklich eine saugeile Palette, kann ich absolut empfehlen. Sehr gute Deckkraft, sehr gute Formulierung. Mag ich wirklich, wirklich sehr gerne. Lidschattenpalette. Yeah. Ich habe sehr viele Lidschattenpaletten und ich benutze auch eigentlich alle sehr, sehr gerne. Und ich mache es meistens so, dass jedes Mal, wenn ich mich schminke, was aktuell sehr selten ist, ich schminke mich wirklich sehr, sehr selten, dann benutze ich eigentlich immer eine andere Lidschattenpalette, dass ich so das Gefühl habe, ich vernachlässige keine und benutze auch die Paletten, die ich habe. Prinzipiell kann ich euch die Lidschattenpaletten von BH Cosmetics sehr empfehlen. Die sind preis-leistungstechnisch wirklich perfekt. Also wenn ihr jetzt denkt, boah, ich würde gerne eine Lidschattenpalette kaufen, aber keine Ahnung, ich will noch nicht so viel Geld ausgeben, BH Cosmetics. Auch Thema Pinsel, BH Cosmetics und zu Eva. Aber die Palette, die ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft benutze, ist die hier. Das ist die 1991 Palette von Alicia Marie, also auch von einer YouTuberin. Und die ist super. Ich habe mich auch heute damit geschminkt. Also ich habe hier diesen grünen Ton drauf, hier so einen braunen Ton, hier so ein dunkleres Braun, hier so einen hellen Ton, hier unten so einen rosa Ton. Die ist toll. So sieht die aus. Die ist schon ein bisschen mitgenommen bei mir. Und das Coole an der Palette ist, das sind alles Duochrome-Farben. Die schimmern, je nachdem, wie das Licht drauf fällt, immer anders. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Farbe hier drauf. Die ist manchmal ein bisschen bräunlicher, manchmal ein bisschen grüner. Aber wunderschön. Und hier unten sind halt matte Farben. Da habe ich die benutzt. Die benutzt und die für den unteren Wimpernkranz und die halt oben unter der Augenbraue. Eine richtig, richtig geile Palette. Und zum Beispiel kann man halt auch so Faxen machen, das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich mir diese Farbe aufs komplette Lid gegeben habe und dann die da drüber. Dann hatte man so einen richtig geilen Goldschimmerton. Also man kann die echt super kombinieren. Und die Palette, die finde ich einfach toll. Ich habe, glaube ich, auch mal ein Testvideo dazu gedreht. Ja, genau. Highlighter. Da habe ich jetzt einfach mal zwei rausgekramt, weil das so die sind, die ich am häufigsten benutze. Einmal von BH Cosmetics, die Duo Light Highlight Palette. Und einmal von Boutique. So, die zum Beispiel, die hat eine sehr große Auswahl und sehr schöne Highlighter. Sehr krass pigmentiert, aber richtig, richtig schön. Also da ist für alles was dabei. Ich mache das zum Beispiel auch gerne, wenn ich mich grünlich oder bläulich schminke, dass ich auch meinen Highlighter anpasse. Das sieht dann nicht aus, als hätte ich hier voll den blauen Strich. Aber es schimmert halt so bläulich oder grünlich und ich mag das. Und ich weiß, dass viele Leute das nicht machen, die immer nur so in dieses goldige, vielleicht silberne, rosane gehen. Aber ich benutze auch sowas voll gerne. Und auch hier zum Beispiel diese von Boutique. Ich habe auch die andere, aber die benutze ich noch einen Tacken lieber, weil die eher so alltäglichere Highlighter drin hat. Ihr seht, ich habe da auch schon Hit the Pan. Das ist übrigens der Highlighter, den ich heute drauf habe auf meiner Wange. Der knallt auch ordentlich rein. Also die mag ich auch sehr gerne. So, bei Blush habe ich eigentlich gar nicht so krasse Favoriten. Zumindest bis vor kurzem hatte ich keine. Weil ich benutze zwar immer Blush, wenn ich mich schminke. Aber ich hatte da jetzt nie so Blushes, wo ich mir so dachte, geil. Aber BH Cosmetics hat mir vor kurzem ein PR-Paket geschickt. Und da waren vier Stück von denen drin. Eins habe ich an euch verlost, eins habe ich verschenkt. Und diese zwei habe ich behalten und die sind super. Ich habe einmal Vanilla Cream Truffle und Chocolate Cherry Truffle. Und das Geilste ist, die riechen so unfassbar lecker nach Schokolade, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich zeige euch mal die Farben. Die sind nämlich super alltagstauglich. Die sind so schön. Ich gucke gerade mal. Den hier habe ich heute drauf. Die sind so schön. Die sind richtig gut pigmentiert. Die sind so alltäglich. Die sind einfach richtig, richtig toll. Also ich habe alle 8 Farben schon benutzt. Alle super und sie riechen einfach geil. Oh Leute, das Video wird so lang. Ich muss mir mal ein bisschen malen. Oh, ich habe hier noch etwas. Mein Ei, was ich benutze zum Schminken, das ist auch gerade benutzt worden. Das ist auch von Boutique. Ich bin generell sehr flexibel, was diese Eier angeht, weil ich finde die eigentlich alle ganz gut. Aber das, ich weiß nicht warum, finde ich irgendwie noch einen Tacken besser. Also ich muss wirklich sagen, dass Dagi sehr, sehr geile Produkte rausgebracht hat. Wirklich. Das hat hier auch noch so eine abgeschrägte Kante. Da kann man dann immer noch so in bestimmte Ecken reingehen. Ansonsten ist es ein ganz normales Ei, aber irgendwie mag ich das besonders gerne. Ich kann euch leider nicht sagen, warum. Ich finde es einfach super. Dann habe ich hier zwei Setting Sprays drin. Beide von NYX. Ich finde, bei Setting Sprays kann man gar nicht so krass sagen, ob die was bringen oder welches besser ist und welches schlechter. Finde es voll schwer. Ich mag einfach hier dieses Gefühl von den beiden. Die haben so einen richtig feinen Sprühnebel, die stinken nicht, die sind einfach angenehm. Ob die jetzt krass was bringen und das Make-up länger hält als ohne, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich mag die sehr gerne und ich benutze einfach Setting Sprays aus
Gewohnheit. Das ist hier einmal das Bear With Me Setting Spray von NYX und einmal das Radiant Finish Setting Spray. Das besitze ich schon seit 1 Million Jahren und ich benutze das wirklich sehr oft. Also entweder benutze ich die Konturpalette von Dagi, den Hoola Bronzer von Benefit oder das hier. Und den Hoola Bronzer von Benefit kennt man, deswegen habe ich den jetzt nicht rausgekramt. Das ist von Sleek ein Face Contour Kit. Und das hat einmal einen Highlighter drin und einmal das Konturprodukt. Damit habe ich mich auch heute konturiert. Ich weiß nicht, wie man das gerade beim Licht sieht. Das ist auch schon ganz leicht gehit. The Pant. Und das mag ich echt sehr gerne. Das ist schön. So, dann habe ich 2 Augenbrauenprodukte. Das ist seit Jahren mein All-Time-Favorite. Die Anastasia Dip Brow Pomade, auch heute benutzt für meine Augenbrauen. Damit kann man so Balken-Augenbrauen machen wie bei mir. Man kann sie aber auch natürlicher machen, wenn man einfach nur so ein paar Strichelchen macht. Das ist die Farbe Soft Brown und die benutze ich seit Jahren. Dadurch super. Und dann habe ich ein Produkt für mich entdeckt. Das ist von Benefit, das Gimme Brow. Das war, glaube ich, auch mal irgendwo drin zum Testen. Das ist die Farbe Nummer 3. Ich glaube, das ist das dunkelste. Ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall so ein ganz kleines Bürstchen da drin. Und das benutze ich immer nach der Dip Brow Pomade, um die einmal so noch ein bisschen zu formen und zu kämmen. Aber auch, wenn ich mich nicht schminke, beziehungsweise nur ganz, ganz leicht und nichts auf meine Augenbrauen gebe, dann gebe ich das drauf, weil das ganz, ganz leicht Farbe gibt, aber halt auch noch so ein bisschen Form und man kann die so kämmen. Also das ist echt cool. Ich habe noch eine Mascara da drin, wobei ich zu der nicht allzu viel sagen kann, weil ich die nur an meinen unteren Wimpern benutze. Ich weiß nicht, wie die auf dem kompletten Auge ist, aber für die unteren Wimpern ist die top. Das ist die Mascara von Et Rebelle Lash Express and Hyaluronic. Ich kann da wirklich nicht viel zu sagen. Ich benutze die halt echt nur für unten. Das ist das Bürstchen, aber dafür finde ich die klasse. Ich glaube, als ich keine Extensions hatte, habe ich die auch mal für oben benutzt. Da fand ich die, glaube ich, normal, nicht so spektakulär. Aber für die unteren Wimpern, falls ihr sowas sucht, ist die toll. Ja, ansonsten sind meine Wimpernverlängerungen natürlich mein absoluter Favorit. Ich liebe es. Ich glaube, ihr habt auch gerade auf meinen Vorher-Nachher-Fotos gesehen, wie es ohne ist und wie es mit ist. Ohne habe ich halt einfach keine Wimpern. Die sind so kurz und so dünn und... dünn? Durchsichtig, hell. Man sieht sie einfach nicht. Und wenn ich sie tusche, sieht man sie auch fast nicht. Weil wenn ich sie biege... sind die 2 Sekunden gebogen und dann gehen die wieder so und man sieht sie immer noch nicht. Also, ich liebe meine Lash Extensions. Habt ihr jetzt auch gerade logischerweise drauf. Ich habe die jetzt nicht abgemacht. Oh, ich sollte einfach meine Klappe halten. Ach, noch ein Produkt für die Augenbrauen, genau. Das habe ich erst vor kurzem für mich entdeckt. Das ist das Maybelline Tattoo Brow Gerät in der Farbe Medium, glaube ich. Ja, genau, Medium Brown. Das habe ich in einem Vlog mit euch zusammen ausprobiert. By the way, checkt mal meinen Vlog-Kanal ab. Da seht ihr alles Mögliche aus meinem Leben. Verschiedene Produkte. Tests und alles halt. Das habe ich ausprobiert und war nicht ganz so begeistert, weil das total grün geworden ist. Jetzt weiß ich nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob es an der Kombination mit der Creme ist, weil die berührt natürlich auch die Augenbrauen. Und seit ich diese Creme benutze und das Produkt, wird es nicht mehr grün. Ich weiß nicht, ob es zusammenhängt. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt meine Erfahrung. Und jetzt benutze ich das mega gerne. Habe ich ein Vorher-Nachher-Foto? Ich guck mal. Ich glaube, das Foto, was ich euch jetzt als Nachher einblende, da ist das Produkt schon 3 Tage drauf. Natürlich ist es am ersten Tag viel präziser und schöner und deckender. Das ist jetzt am 3. Tag und ich finde das Ergebnis immer noch gut. Also je nachdem, wie lange ihr das einwirken lasst, hält das auf jeden Fall eine Weile. Ich glaube, man soll das zwischen 20 Minuten und 2 Stunden einwirken lassen, je nachdem, was man da möchte. Ich trage das auch immer direkt mit diesem Pinsel, der hier dabei ist, auf. Davor ist es grün geworden und ich fand es kacke. Mittlerweile finde ich es richtig geil. Und ich mache das dann immer montags drauf, lasse das dann so 1-2 Stündchen einwirken und dann passt das für die komplette Woche. Wie oft sage ich eigentlich richtig gut? Ich weiß es nicht. Kommen wir zum Thema Eyeliner. Ich habe einen Lieblings-Eyeliner und das ist der NYX Professional Makeup Epic Ink Liner. Yeah. Der hat so eine Filzstiftspitze und die ist total gut. Ich liebe diesen Eyeliner. Ich komme damit super gut klar. Ich mag den einfach total gerne. Jetzt habe ich auch einen von NYX drauf. Das ist so ein grauer. Den habe ich heute zum ersten Mal benutzt. Deswegen möchte ich da noch gar nicht so viel zu sagen, weil, wie gesagt, erstes Mal benutzt. Aber den hier benutze ich seit Jahren und der ist top. So, und jetzt? Nee. Ich habe noch einen Kajal. Dann kommen wir zu Lippenprodukten. Den habe ich auch drauf. Ich habe früher immer nach einem schwarzen Kajal gesucht, der richtig schwarz ist und lange hält. Ja, ich hatte mal da einen von, ich glaube, Maybelline. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann Ewigkeiten keinen Kajal mehr benutzt und jetzt ab und an mal. Und da ist der echt top. Der ist von Revlon. Der hat hier an der Seite so ein Bürstchen, habe ich noch nie benutzt. Und hier an der Seite halt so ein Kajal zum Rausdrehen. Und der ist saugut. Tief schwarz. Und wirklich, wenn ihr euch den hier auf die Wasserlinie macht oder auch oben zum Wimpernkranz verdichten oder so, der ist genial und der hält richtig lange. Also hätte ich den früher mal gefunden, als ich immer Kajal getragen habe, wäre ich richtig glücklich gewesen. Jetzt kommen wir zu Lippenprodukten. Das Produkt, was ich gerade drauf habe, ist dieses hier von NYX. Generell alle Lippenprodukte von NYX kann ich wärmstens empfehlen. Die sind alle
super. Ich liebe die Liquid Suede Lippenstifte, Liquid Lipsticks, die Lingerie Liquid Lipsticks, die sind alle top. Die Soft Matte Lip Creams, beste. Aber momentan, es wird ja auch wärmer und da möchte man ein bisschen was Leichteres auf den Lippen. Da sind die jetzt ganz neu rausgekommen und das ist auch die Farbe, die ich aktuell trage. Das sind, wie heißen die nochmal? NYX Shout Loud Satin Lipsticks und das ist jetzt die Farbe Kelly. Die haben halt hier so ein Herz drauf, die sind voll süß. Und die haben auch da ein Herz drin und da ein Herz drin eingraviert. Und das ist jetzt die Farbe, die ich trage. Finde die sau schön. Und die haben halt so ein bisschen schimmerndes Finish, halt so ein Satin-Finish, ne, wie es halt draufsteht. Mag ich sehr gerne. Ansonsten habe ich seit einigen Monaten meine Liebe für Lipgloss wieder entdeckt. Ich glaube, noch so letztes Jahr konnte ich mir im Leben nicht vorstellen, wieder Lipgloss zu tragen, weil ich nur dieses Matte geliebt habe. Und dann, boom, war Lipgloss da. Und ich habe nur noch Lipgloss getragen. Von Boutique der Sunset Lipgloss. Den mag ich total gerne, auch einfach nur pur. Wenn ich mich sehr neutral schminke oder gar nicht schminke und dann das auf meine Lippen mache, das ist der Wahnsinn. Ich kann euch das ja mal... Ich swatch euch einfach mal alle Lippenprodukte, die ich euch gerade zeige, weil ich finde, sonst kann man sich das nicht vorstellen. So, den seht ihr eigentlich gerade auf meinen Lippen, aber... Ich swatche ihn euch trotzdem nochmal. Daneben swatche ich jetzt mal den von der Boutique. So, der ist so unfassbar schön. Aber den kann man auch richtig gut als Topper benutzen, wenn man irgendeine geile Farbe drauf hat. Hallo. Den dann oben drüber, mega gut. Jetzt ein durchsichtiger, der ist auch wieder von NYX, wie fast alle meine Lippenprodukte. Das ist der Filler Instinct Plumping Lip Polish und der ist halt einfach nur durchsichtig. Sprich, wenn ihr eine geile Farbe habt und wollt den einfach nur glossy machen, könnt ihr den drüber geben. Ich weiß jetzt nicht, ja, da ist halt noch ein bisschen pink drin, weil ich den über pink Lippenstift hatte. Weiß nicht, wie man das jetzt als Swatch sieht, wahrscheinlich nicht so. Aber der ist richtig toll, wenn ihr wirklich einfach nur was Glossiges drüber haben wollt. Und die letzten zwei sind ebenfalls von NYX und ich glaube auch, die heißen auch Filler Instinct. Die Farbe Frisky und einmal No Surprises. Und die sind halt auch gefärbt, aber trotzdem so glossy. Die sind super schön. Ich swatch jetzt als erstes mal No Surprises. Also die trage ich wirklich unfassbar gerne. Ich mache halt auch oft so einen matten Lippenstift drauf und dann ein Gloss. Aber das kombiniert halt Farbe und Gloss in einem. Und die sind echt super, super schön. Und da braucht ihr einfach nur ein Produkt. Die sind irgendwie natürlich... Aber man kann die auch tragen, wenn man Full-Face-Make-up hat. Weiß auch nicht, mag die irgendwie total gerne. So, hier No Surprises, Frisky, wunderschöne Farben. Aua. Leute, das war's. Wir haben es geschafft. Das Video ist durch. Bleh, jetzt habe ich alles an meine Uhr geschmiert. Ich hoffe sehr, dass euch mal wieder so ein Oldschool-Video gefallen hat. Ich möchte auch bald mal, ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht und ihr wart auf jeden Fall dafür, ein Aufgebraucht-Video machen. Auch richtig Oldschool. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet, was eure Favoriten sind, ob ihr manche Produkte aus dem Video schon kennt, mögt, nicht mögt, wie auch immer. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten könnt ihr hier natürlich meinen Kanal abonnieren. Und das war's von mir. Vielen Dank nochmal an Beautymates für die Zusammenarbeit. Ich liebe die Produkte und bin froh, dass ich sie testen konnte und sie für mich entdeckt habe. Und jetzt verabschiede ich mich. Es ist so warm. Ich gehe jetzt raus. Tschüss!